Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Zeigt mir eure Trades. Ich habe einige Mails von euch bekommen und möchte euch deshalb drei Trades in diesem Video vorstellen. Lasst mir doch gerne Feedback da, wie ihr das Ganze findet und ob euch das geholfen hat. Ansonsten sage ich schon mal viel Spaß und let's go. Okay, unsere erste Einsendung für einen Trade ist ein Trade im Euro-JPY, bei dem ich zuallererst mal sagen muss, wirklich klasse Dokumentation, lässt sich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, was du denkst und ist einfach genau das, was ich mir für so ein Format wünschen würde. Okay, dann kommen wir mal zum Generellen, zur Idee. Die Einsendung war ein Trade auf M5 mit dem Ziel der Schließung einer recht großen Ineffizienz, also ein Scalping-Trade auf kleiner Zeiteinheit. Generell wurde dazu noch eine Analyse angefertigt für die Struktur in den größeren Zeiteinheiten. Hier hätten wir als allererstes H4. Man sieht die Bewegungen mit einer, ja, abflachenden Dynamik. Das heißt, die Bewegungen werden immer kleiner und der Markt kommt aber immer wieder an diese Resistance hier oben. Wir nennen es einfach mal Resistance. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir hier irgendwann mal durchbrechen. Genau, was ihr hier seht, ist der High-Low-Indikator, der so ein bisschen die Werte der Kerzen in Relation setzt, also die Höchst- und Tiefskurse, und bildet dazwischen so ein Band, in dem sich der Chart meistens bewegt. Ist eigentlich ein ganz nices Add-on, kann sich der ein oder andere bestimmt mal angucken. Was wir hier noch sehen ist, dieser Kasten ist die geschlossene Ineffizienz, die wir im vorherigen H1 schon gesehen hatten. Und die Idee war dann quasi, es gab hier eine leitende dynamische Resistance, die ganz knapp gebrochen wurde. Und es gab hier eine sehr bullische Reaktion an dieser Ineffizienz auf M5, die letztendlich als Einstiegsbias hergehalten hat. Das Ganze wurde dann noch getragen von Divergenzen im RSI. Sehen wir hier einfach leicht fallende Tiefs, hier leicht steigende Tiefs, was eine bullische Divergenz ist und darauf hindeutet, dass es einen Richtungswechsel geben kann. Und da wir aktuell in dieser kleinen Struktur abwärts gerichtet sind, auf jeden Fall nachvollziehbar, finde ich auch sehr, sehr logisch. Man könnte an der Stelle auch noch sagen, auch die Price Action liefert einem hier wertvolle Hinweise. Wenn man diese Ineffizienz gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, könnte man auch hier auf kurzfristiger Zeiteinheit zumindest sagen, wir haben hier so ein gewisses Level, in das immer wieder Dochte von unten nach unten reingreift, und es gibt hier nicht mehr wirklich fallende Kurse. Also alles, was nach unten gegriffen wird, wird eigentlich wieder retourniert und in diesen Bereich nach oben gedrückt. Das ist so ein erstes Zeichen, dass sich der Markt langsam auflädt und so ein bisschen Liquidität aufsaugt. Das ist im Endeffekt auch, was der RSI ein bisschen widerspiegelt. Diese Dynamik lässt ab, der Markt saugt sich langsam auf. Und ist dann hier richtig explodiert. Also, da muss ich sagen, hast du wirklich ein Perfect Entry erwischt. Und sehr, sehr schön. Auch, dass du Stop-Loss knapp darunter gelegt hast, finde ich nachvollziehbar, weil, wenn der Markt hier unter diesen Bereich nochmal geht, unter die Ineffizienz, die ja für dich so der Dreh- und Wendepunkt des Trades war, dann ist die Idee kaputt und dann macht es auch keinen Sinn, seinen Stop-Loss noch ewig weit nach unten zu ziehen, weil dann, selbst wenn der Markt dann dreht, dann war es nur noch Glück, weil deine Idee damit invalidiert wäre. Das heißt, auch an der Stelle hast du echt alles richtig gemacht. Zu der Zielbestimmung finde ich auch relativ gut, dass du auch hier eine Ineffizienz nutzt, die man hier sieht. Aber nicht einfach irgendeine, sondern eine, die deinem Timeframe angemessen ist. Das finde ich nämlich auch eine relativ wichtige Sache, dass man seine Dimension weise wählt und das Ganze gut macht. Geschlossen hast du das Ganze, nachdem du den Docht hier gesehen hast, finde ich auch an der Stelle sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Dein Ziel war diese Ineffizienz, da jetzt gierig zu sein oder beispielsweise, weil die hier auf einen Punkt vielleicht nicht abgeholt wurde, wäre dumm, wenn du dir das alles wieder wegnehmen lässt.
an der Stelle auch Dochte aus diesem Bereich zeigen häufig, okay, hier liegt Liquidität, die dazu führt, dass der Markt wieder fallen kann. Dieses Risiko musst du nicht unbedingt eingehen. Du hattest dann noch die Frage gestellt, wie ich den Trade gemanagt hätte und dass du dir unsicher warst, den Trade weiterlaufen zu lassen, weil er ja möglicherweise in die Bewegung des großen Trades gehen hätte können. Und ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. Allerdings finde ich, du hast an der Stelle alles richtig gemacht, weil das deine Trade-Dimension war und dein Stop-Loss war auch auf diese Trade-Dimension ausgelegt. Man sieht hier beispielsweise ja auch eine Kerze, die kurz danach kam mit einem extremen Docht nach unten, extremer Liquiditätsabgriff aus diesem Bereich, bietet das Potenzial, dass wir hier nochmal runterkommen, nochmal fallen, weil hier natürlich wahrscheinlich auch sehr viel sehr schnell ausgeführt wurde. Und wenn wir uns jetzt mal deine Frage noch näher ansehen, ob das Ganze das Potenzial hätte steigen zu können. Ich habe das hier nochmal repliziert mit meinem Setup und so wie ich gerne trade und denke. Glaube ich, du hast alles richtig gemacht, damit den Trade hier zu schließen. Weil ja, ich kann nachvollziehen, diese Strukturanalyse. Aber man kann das Ganze auch noch ein bisschen anders betrachten. Und es gibt auch hier Anzeichen dafür, dass der Markt deutlich fallen kann und gar nicht dieses übergeordnete Long-Szenario hat, weil die Hochs, die hier gebildet werden, ja, er läuft immer wieder an diese Zone ran, aber die Hochs werden auch immer flacher. Man sieht hier beispielsweise, die letzten Schlusskurse waren hier. Sind hier schon ein Stück gefallen. Alles, was darüber ging, waren nur noch Liquiditätsabgriffe. Und insbesondere den hier finde ich sogar relativ gefährlich. Der hat schon ein deutlich tieferes Hoch, was eigentlich dafür spricht, dass wir hier fallen können. Greift hier oben nochmal die Liquidität ab und verabschiedet sich dann erstmal ein Stück nach unten. Was einem auch auffallen kann, ist, dass es hier noch eine Divergenz im AD-Indikator gibt. Oder gab und es ist fraglich, ob die hier schon genau aufgelöst wurde oder eben nicht. Deshalb finde ich, in deiner Dimension hast du alles richtig gemacht. Stop-Loss für so eine richtig große Bewegung finde ich dann ein bisschen zu klein. Da riskierst du einfach nur, dass du alles wieder abgibst. Deswegen hätte ich an der Stelle gesagt, freu dich über die Profite und auf jeden Fall good job. Wir sehen dann im weiteren Verlauf auch, war eine goldrichtige Entscheidung, weil der Markt hier kein Hoch gebildet hat, sondern letztendlich brutal abverkauft worden ist. Genau, deshalb an der Stelle good job an dich, sehr nicer Trade, gibt's aus meinen Augen eigentlich nichts zu verbessern. Dann kommen wir doch gleich mal zu unserem zweiten Setup. Hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Und fand ich eine coole Idee. Du hast dein Setup eingeschickt, als es noch offen war, um die Sache ein bisschen spannender zu machen und zu sehen, wie das Ganze denn ausgeht. Finde ich sehr, sehr nice. Also, was haben wir hier? Wir haben ein Setup im australischen Dollar, kanadischen Dollar, das letztendlich so ein bisschen die Trendfortsetzung weiterspielt und sagt, hey, hier ist noch nicht das Ende erreicht, hier ist noch was zu holen. Auf Tagesbasis haben wir natürlich einen wunderbar intakten Abwärtstrend, der sich einfach Stück für Stück weiter nach unten schraubt. Hier gibt es keinerlei Anzeichen, dass wir drehen. Wir haben sogar zuletzt ein neues Tief gemacht und haben noch Platz nach unten. Was du siehst, ist eine Ineffizienz auf Wochenbasis aus dem Corona-Tief. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht, sowas so weit zurückzusehen. Aber ja. Man kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Hier gibt es eine kleine Ineffizienz zwischen dem. Man könnte mit Sicherheit wahrscheinlich auch hier noch was finden, wenn man möchte. An der Stelle muss man sich natürlich immer fragen, ob eine Ineffizienz nach 2 Jahren wirklich offen ist oder nicht. Kann ich persönlich einfach nicht beurteilen. Da fehlt mir ehrlicherweise einfach die Erfahrung dafür. Aber ja, kleiner Spoiler-Alarm. Die Ineffizienz wurde geschlossen. Der Trade hat dir auf jeden Fall recht gegeben. Deshalb sehr, sehr coole Sache. Genau, was ist die Idee? Man sieht es, finde ich, auf H4 am allerbesten. Du hast es hier beschrieben. Es gibt auch hier noch eine kleine Ineffizienz, die geschlossen werden muss, weil diese letzte bullische Kerze noch im Markt sein muss. Wir sind danach mit einem Impuls nach unten gefahren
und können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass hier vermutlich noch Hedge-Positionen offen sind, die geschlossen werden könnten. Passt auch wunderbar ins Bild, weil der Markt noch hier hinlaufen kann, ohne die Resistance wirklich zu brechen, sondern maximal anzutesten. Du hast dich hier, glaube ich, mit einer Limit-Order reingelegt oder hast wahrscheinlich einfach dein Entry geplant und gesagt, okay, hier steige ich ein. Dein Stop-Loss war diese Zone, in die auch sehr viele Dochte ragen. Ich arbeite tatsächlich echt ähnlich mit ähnlichen Setups. Hätte auch hier gesagt, wenn der Markt hier drüber zieht, ist die Idee invalide, weil sie darauf basiert, dass diese Ineffizienz rausgenommen wird. Finde ich auch super gemacht. Interessant finde ich auch deine Zielbestimmung, weil du ja sagst, das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Zum einen erstes Ziel natürlich ganz klar Stop-Loss-Cluster unter diesen Tiefs. Hier gab es ein Doji. Ein Doji, wisst ihr ja immer, bietet so ein bisschen die Möglichkeit, dass viele das Ganze als Turnaround betrachten, egal wie die Kerze danach aussieht. Und darunter sammeln sich dann natürlich auch gerne Stop-Loss. Als Zielbestimmung hast du dir gesagt, okay, wenn dieses Tief hier rausgenommen wird, haben wir noch die Möglichkeit, in diese Ineffizienz zu laufen. Was ich an der Stelle auch unterschreiben würde, man sieht es in deinem weiteren Screenshot noch viel, viel besser, nämlich auf H1, wenn wir uns das da mal ansehen, dann haben wir hier die besagten Dojis, die unter sehr hohem Volumen stattgefunden haben, was dafür spricht, dass sich hier immer mehr Liquidität ansammeln wird, weil da natürlich auch die ein oder andere Long Order in den Markt gelegt werden wird und wir damit wirklich Potenzial haben, noch tiefer zu fallen. Ich finde auch deine Betrachtung hier cool, dass du sagst, wenn der Point of No Return gebrochen wird, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, sogar nochmal per Impuls hier runterzulaufen. Und der AD-Indikator stützt diese These, das Volumen stützt diese These. Da gibt es einfach wirklich nichts auszusetzen und ehrlicherweise auch nichts, was ich anders gemacht hätte. Ich finde auch die Dimension deines Trades passt wirklich sehr, sehr gut, weil du ja auch H4 mit einbeziehst und sagst, hey, hier ist ungefähr dieser Weg ist mein Stop-Loss. Dein erstes Ziel hat auf jeden Fall schon ein CRV von 1 zu 1 beziehungsweise slightly darüber. Und das zweite ist dann natürlich noch ein sehr nicer Bonus. Ich vermute mal, dass du auch wahrscheinlich deine Position hier zu 50% rausgenommen hast und den Rest weiterlaufen hast. Ich denke, so ähnlich hätte ich es wahrscheinlich gemacht, wenn ich diesen Trade als Ziel gehabt hätte. Genau, wir wollen uns mal noch das Ergebnis anschauen und da kann ich lustigerweise auch sagen, ich habe tatsächlich einen sehr ähnlichen Trade vorgenommen, allerdings mit kleinerer Dimension. Das da hier war das Szenario, was wir gesehen hatten mit den Dojis. Wir haben die Ineffizienz geschlossen. Ich bin auch hier eingestiegen, habe mir dann noch diesen Liquiditätsabgriff angesehen, diesen sehr großen Docht auf kleiner Zeiteinheit, habe festgestellt, in was für eine starke Divergenz wir hier laufen. Und dann kam der Markt natürlich richtig stark runter. Und es ist im Endeffekt genau wie du gesagt hast, auch so passiert, dass als wir dieses Tief hier rausgenommen hatten, den Point of No Return, dass es hier eine sehr starke Reaktion gab und wir einfach danach ordentlich nochmal beschleunigt haben, die Ineffizienz rausgenommen und sind einfach sogar noch eine Etage tiefer gekracht. Das heißt an der Stelle echt alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, sehr, sehr geiler Trade. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Trade für heute. Fand ich auch sehr, sehr cool, dass du ein Video eingeschickt hast mit der Erklärung für deinen Trade. Das macht es natürlich viel, viel leichter, deine ungefilterte Meinung zu bekommen. Das wollen wir uns mal gleich ansehen. So, herzlich willkommen zu meiner Trade-Idee. Und zwar sind wir gerade hier bei Bitcoin, ein Tageschart. Und da ist ja auch etwas gefallen. So, wenn wir uns das mal anschauen, der ist hier sehr stark gefallen, eine Ineffizienz besteht und so weiter und so fort. Und seit dem Punkt hier gehen wir ja stückweise nach oben. So, dann denke ich mir, okay, es muss ja einen Grund haben, warum wir nach oben gehen. Der Markt bewegt sich ja in Richtung Liquidität. Schauen wir mal das Volumen an. Das Volumen sagt, am flachen das Volumen. Immer weniger Volumen, immer weniger Liquidität. Was macht das denn für einen Sinn für die großen Player,
den Markt nach oben zu bewegen, wenn hier keine Liquidität lag. Das sieht man ja hier. Hier gab es sehr, sehr wenig Volumen. Das macht ja meiner Meinung nach ja gar keinen Sinn eigentlich. So, also dachte ich mir, okay, der Preis geht gerade jetzt zwar nach unten und nicht nach oben, so wie ich das eigentlich dachte, der geht eher nach unten. Naja, nach unten geht er, wenn wir uns mal hier kurz den 4-Stunden-Chart anschauen. Besteht hier noch eine Ineffizienz. Ich schätze mal, die wollen die Ineffizienz hier kurz noch schließen und demnächst dann ja, nach oben gehen in Richtung Liquidität. Da ist bei dieser Kerze hier sehr, sehr viel Volumen und Liquidität gab. Also ungefähr in diese orangene Box wird es demnächst gehen. Also ja, es sieht so mein Trade-Plan aus. Stop-Loss ein bisschen weiter unter dem letzten Tief. Take Profit ungefähr hier irgendwo drinne und ich werde bestimmt irgendwo an dieser Stelle hier irgendwie 70 oder 75% meiner Position schließen, auf Nummer sicher gehen und einfach laufen lassen, bis er mein Take Profit Target erreicht. Genau, das ist mein Plan und ja, was hältst du davon? Okay, gut, das war soweit die Trade-Idee. Ich will da mal meine eigenen Gedanken dazu noch sagen. Okay, wenn ich mir den Bitcoin-Chart so ansehe, kann ich auf jeden Fall deine Idee nachvollziehen und verstehen. Und ich sehe es im Prinzip auch relativ ähnlich. Wenn ich den Chart hier so öffne, dann fällt mir natürlich auf Tagesbasis Folgendes so ein bisschen auf. Wir hatten hier in diesem Bereich so ein Doji mit sehr hohem Volumen. Das Ganze wurde dann von einer weiteren Kerze, die ebenfalls so einen kleinen Hammer gebildet hat, ebenfalls unter super hohem Volumen, nochmal gebildet. Und wie so häufig sind wir hier dann nochmal ordentlich unter dieses Level gepusht mit den nächsten Kerzen und haben die Liquidität, die sich aufgrund dieser beiden Kerzen aufgebaut hat, natürlich abgegriffen. Der Abgriff der Liquidität ging dann so bis hier unten in etwa. Von hier haben wir dann immer wieder Rejection erfahren und uns so ein bisschen jetzt wieder nach oben bewegt. Noch nicht besonders impulsiv und stark, aber so ein Stück weit. Das heißt, ich sehe ähnlich wie du, dass dieser Bereich ja so ein bisschen darauf abzielt, dass es möglicherweise von hier nach oben gehen kann. Du hast, glaube ich, deine Trade-Dimension in etwa so gewählt, dass du sagst, dein Stop-Loss hier so knapp drunter und du warst so in diesem Bereich von 25 bis 28k. Also im Endeffekt das, was man hier noch so als Ineffizienz sehen könnte, weil wir haben ja in diesem Bereich auf jeden Fall auch noch eine Ineffizienz. Und generell kann ich das nachvollziehen. Man sieht auch, dass dieser Bereich so ein bisschen scheinbar möglicherweise dazu dient, um Liquidität aufzuladen, damit der Bitcoin die Möglichkeit hat, so ein bisschen nach oben zu explodieren. Der AD-Indikator würde das meiner Meinung nach aktuell sogar ganz gut unterstützen, weil er zumindest keine neuen Tiefs mehr bildet. Und man sieht auch, in diesem Bereich hier gab es so eine kleine bullische Divergenz schon. Ist die Frage, ob die sich schon aufgelöst hat? Ich glaube eigentlich ehrlicherweise nicht, weil wir im Moment an einem ähnlichen Level sind. Wir hatten jetzt hier noch so eine Kerze, die auch wieder in diesen Bereich gegriffen hat und aus diesem Bereich nach oben befördert wurde. Und aktuell bewegen wir uns wieder so ein bisschen darauf zu. Deshalb, ich kann mir ebenfalls vorstellen, dass wir von hier einen Impuls starten können. Dein Stop-Loss finde ich auch gut gewählt, dass du sagst, hey, wenn wir hier drunter sind, bin ich raus. Denn ich denke auch, die Idee basiert wirklich darauf, dass dieser Bereich hier dazu dient, dass wir ihn stabilisieren, indem wir hier nochmal ins Tief gefallen sind und diese Liquidität jetzt nutzen für einen Impuls. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie weit dieser Impuls laufen kann. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich schätze mal, du hast im Bitcoin mehr Erfahrung als ich es habe. Ich habe da echt nur gelegentlich mal einen Trade laufen und bin die meiste Zeit nicht so wirklich aktiv dort. Was ich aber aus meiner Zeit von den Indizes sagen kann, ist, dass es häufig nicht sehr oft passiert, dass die erste impulsive Bewegung wirklich komplett
die Richtung dreht und wir uns so stark nach oben bewegen. Häufig ist es da eher so, dass dieser erste Impuls nur so ein, ja, so vielleicht in diese Richtung hier laufen kann. Bei den Indizes und im Forex-Bereich arbeite ich da deshalb auch ganz gern mit EMAs, weil die häufig dann so diese Liquiditätszonen ganz gut abbilden und so dieser erste Test meistens damit endet, dass wir uns dann wieder nach unten bewegen. Deshalb glaube ich auch, deine Idee, da 70% zu schließen in dem Bereich, macht sehr, sehr viel Sinn. Einfach weil wir natürlich auch, wenn wir langfristig drehen wollen, und ich glaube, wenn man in diesem Bereich vordringen möchte, ist es sogar notwendig, dass wir so einen kleinen Aufwärtstrend bekommen, dann ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Konsolidierung in diesem Bereich notwendig, bis wir dahin laufen können. Deshalb denke ich auch, dein Vorgehen hier 70% zu schließen in diesem Bereich etwa, halte ich für sehr klug und sinnvoll. Und mit den 30% ist die Frage, ob du die weiterlaufen lässt oder ob du dir vielleicht nochmal einen neuen Entry suchst, sollten wir nochmal nach unten laufen. Ist dann natürlich Geschmackssache. Aber generell fühle ich die Idee auf jeden Fall. Ich wäre allerdings auch, wenn wir einen Tagesschlusskurs unter diesem Level sehen, wäre ich definitiv raus, auch wenn wir den Stop-Loss noch nicht erreicht haben. Genau, das soll es dann soweit zu dem Trade gewesen sein. Und damit beenden wir das ganze Format auch für den heutigen Tag. Lasst mir doch auch gerne mal Feedback da, wie euch das Format allgemein gefällt, ob das so in eurem Interesse ist oder nicht, weil es verursacht natürlich eine Menge Arbeit und wenn ich die Arbeit reinstecke, würde ich mich natürlich darüber freuen, dass es euch auch weiterbringt. Genau, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über ein Like. Wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, freue ich mich natürlich auch sehr über ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer stabile Trades, passt auf euch auf und passt vor allem auf euer Konto auf. Ciao, ciao.